bleibt uns nichts anderes übrig, ne? Wir müssen Kugeln holen. Oh, hier. Haben wir jetzt. Nachgeladen ist. Hier nicht, ne? Okay, hier spawnen keine Kugeln. So. Ah, oh, verdammt. Da war echt tatsächlich genau der Spieler. Wahrscheinlich der Einzige, der gerade da unterwegs ist. Und der holt uns. Nein. Wie hinterlistig. Verdammt. Mist. Ach, verdammt. Aber irgendwann musste der Tag kommen. Wir können nicht immer Glück haben. Das ist so. Nun ja. Glück liegt im Auge des Betrachters. So, ja, schauen wir mal. Der ist ja wahrscheinlich noch in der Runde. Aber gut. Ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Runde auf den treffen werden. Vielleicht auf jemand anders, weiß ich nicht. Jetzt muss man ein bisschen Geduld üben. Ja. Ach, wie ärgerlich. Also im Koop stelle ich mir das bestimmt auch cool vor, wenn du so mit mehreren Mann rumläufst. Verdammt. Ärgerlich. Lala. Mann, ich will meine Überraschung. Mann. Jetzt haben wir ja wenigstens die, ja, ein von drei. Okay. Ach, das war dieser Feigling ist das. Aber wer ist er hier? Der Rachsüchtige. Warte mal, haben wir... Kreaturenmäßige, der Rachsüchtige. Ach, der Dicke mit dem dicken Auge. Okay. Und der andere müssen wir haben, den Mickriger. Mickriger ist er. Ja, okay. Lass dich von seinem albernen Aussehen nicht täuschen. Wenn er ein Ziel gefunden hat, spuckt er Fleischbrocken auf seine Beute. Nicht besonders zäh, aber äußerst lästig. Ja, vor allem haut er auch ab, ne? Er hat 600 Gesundheit. Ach, krass. Der hat auch 600 Gesundheit. Kredit für Kill. 10. Exemplare getötet. 8. 10, okay. 2 haben wir davon. 1. Haben wir echt einen großen schon geholt? Pui. Ausladender Übernatürlicher. Instabiler Übernatürlicher. Stimmt, das waren diese Bomben sind das, glaube ich, ne? Summender Übernatürlicher. Das ist das nicht, glaube ich, der... Nee, der ist das, glaube ich, oder? Der einen fängt. Ah, okay, den haben wir noch gar nicht gelootet. Okay, krass. So, genau, da müssen wir noch... Ah, wir hatten das Kabel schon gehabt. Verdammt, oh Mann. Mist. Tschüss, Octane. Let's go, neue Runde. Ich bin bereit. Naja, war ja mal witzig, auch mal wieder auf einen Spieler zu treffen. Kein Spieler, glaube ich nicht. Ah, doch. Oha. Das. Oha. Wir sind wieder oben, glaube ich. Ja, wir sind oben gespawnt, oben links. Was wollte ich jetzt? Achso, wir müssen ja sammeln, ne? Stimmt ja. Wir müssen Nägel haben, wir brauchen einen Hammer. Oh, wir brauchen den Draht. Ja, wir haben direkt zwei Draht. Leck mich fett. Der hat uns nicht gesehen. Wie konnte er uns nicht sehen? Wie nervig er einfach ist. Er kommt hier reingedüst. Okay. Versteck mich hier im Klo. Hier findet mich keiner. Ich bleib hier für immer. So. Geld nehme ich mit. Ja, Blut brauchen wir auch ein bisschen. Müssen wir sowieso neu anfangen jetzt. Ich hoffe, es kommt hier keiner. Oh, ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier rein. Okay. Ich würde mal hier links versuchen, reinzukommen. Mit dem Geld könnten wir echt mal ein bisschen was kaufen. Vielleicht eine vernünftige Waffe. Könnte man eigentlich mal ausprobieren. So, wo kriegen wir denn Nägel her? In dem Lager, wo wir waren, ne? Ich weiß gar nicht, wo waren das? Wo waren wir denn im Lager? Warte mal, ich bleib mal eben hier. Wo war denn dieses Lager?
Wir sind runtergelaufen? Grapevine-Komplex, war das da? Guck gerade, hier steht aber irgendwie nichts, ne? Baum, oder war das der Baumarkt? Nee, ne? Das war hier irgendwie ein Lager. Es könnte auch hier gewesen sein, ich bin mir nicht sicher. Hier waren wir, ne? Ja, okay. Ich würde es tatsächlich nochmal versuchen, da hinzukommen. Oh shit, jetzt kommt er, ne? Doch nicht. Hau bloß ab. Ich höre dich schon rumfahren. Bzzz. Ich renn mal zur Bank. Geld einzahlen und so. Auf Konto. Deponieren. Alles. Sind wir dann hier lang gerannt? Ich glaube, wir sind hier und dann rechts, ne? Genau, und hier sind wir, haben wir den einen verfolgt und dann waren wir irgendwie da. War das nicht hier auf der anderen Seite? Nee. Okay, wo war denn das? Hier war der Laden. Da war eine Bombe. Hier war der Laden und dann war das hier oben, glaube ich, ne? Hier. Wo ist denn das? Mal eben schnell auf der Karte gucken. Ah, hier, über den Laden. Okay, hier rechts. Ich weiß, dass Spieler da sind. Ich will aber trotzdem einmal gucken. Hier kriegen wir bestimmt die Sachen, ne? Schraubenzieher, ja. Ist jetzt gerade mal egal. Hä, braucht der nicht auch Nägel? Ah, ich verstecke mich mal eben hier. Warte mal. Journal, ich muss mal eben kurz gucken. Hä, er braucht doch Nägel, 5 Stück. Ach, Schraube ist das. Das ist kein Nägel, Schraube. Ich sollte mal lesen. Kann ich das Klo auch untersuchen? Nee, ne? Nee, okay. Verdammt. Ich habe ein bisschen Respekt jetzt, wo jetzt hier der Spieler auftauchte vorhin. Aber das Lager hier ist, glaube ich, ein richtig guter Punkt, um zu looten, ne? Also richtig guter Spot, um Sachen zu kriegen. Also Stuff, was man braucht für die Missionen. Ich werde mal versuchen, jedes Regal hier zu durchsuchen, wenn das geht. Oh, hier hinten ist so ein alter... War auch ein Waffenschrank? Oha. Oh, ein Katana. Oha. Aber wie funktioniert so ein Katana? Ich würde das mal testen. Warte mal. Ach so. Das ist Nahkampf, ne? Oha. Schwing dein Schwert, Junge. Aber das hört man nicht, ne? Das ist das Gute eigentlich dabei. Eigentlich gut. Weil das ist eine Waffe, die man nicht hört. Man muss nur nah genug an den Charakter kommen. Also an den Gegner. Kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein. Oh, da sind die Nägel. 14 an der Zahl. Wir brauchen, glaube ich, nur 5. Okay. Wir haben das. Jetzt brauchen wir noch den Hammer, ne? Den Hammer brauchen wir jetzt noch. Oh nein, der ist hier drin. Hundertprozentig. Chips. Würde ich mal mitnehmen. Blut, also, nee, das ist ja mein Inventar. Ich guck schon nach unten. Ich bin so nervös, weil ich immer Angst rechne damit, dass in jedem Moment einer kommt hier. Mikrochip, ja, ganz toll. Nein. Okay. So, warte. Nochmal Draht. Das können wir verkaufen, wenn wir wollen. Ja gut, er braucht aber nicht so viel Draht, ne? Okay. Wir haben fast alle durch. Unten waren auch noch welche. Es muss doch möglich sein, diesen Hammer zu finden. Oh Gott, war das laut. Krass, das sind auch Schritte hier.
Okay, da unten ist ein Spieler. Da, wo es orange ist, der Fahrstuhl. Okay. Gut, soll uns egal sein. Der will anscheinend abhauen. Wir bleiben noch ein bisschen. Habe ich die schon? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Hier gibt es bestimmt irgendwie einen Hammer oder so. Oh, die Cola. Ja. Falls wir Schaden nehmen, da waren wir schon. Könnte wie gesagt sein, dass auch nur der hier ist, der Spieler. Da waren wir schon. Gott, wie laut dieses Blech ist. Heftig. Oh nein. Ich denke mal, der kommt jeden Moment hier rein. Eva had a hammer. The hammer in the morning. The hammer in the evening. Yeah, yeah. Uhu. Aha. Yeah, yeah. Irgendwie werden wir doch den Hammer doch mal finden, oder? Da finden wir den Hammer. Der Hammer, der ist so. Und der Hammer, der ist so. So geht der Hammer. Und der Hammer, der geht so. Kein Hammer. Das aber, bin aber enttäuscht hier. So ein riesiges Lager, aber kein Hammer in der Nähe. Ich glaube, dann haben wir jetzt gleich alle Regale durch. Das hat aber ganz schön lange gedauert, ne? Das noch und dann, glaube ich, auf der anderen Seite noch das hier. Dann dürfen wir, glaube ich, alles haben und keinen Hammer gefunden. Ich drehe am Rad. Das gibt's doch nicht. Kein Hammer. Das haben wir auch noch nicht, das Regal. Das ist doch nicht wahr. So. Weißt du, jetzt findest du Basie und alles, aber kein Hammer. Really? Okay, da müssen wir doch nochmal uns ein bisschen schlauer machen, dass wir irgendwo was finden. Ich gehe nochmal hier drüben gucken. Vielleicht wären wir hier fündig. In der Oh, ich höre Schüsse. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Ich habe aber auch Schüsse gehört. In weiter Ferne. Oh, ein Hammer. Ja. Geld aber auch. Scheiße. Scheiß auf Chips. Ich gehe sofort raus. Instant. Jetzt kommt bestimmt ein Spieler hin. Da würde ich verwetten. Ist hier ein Fenster? Da ist ein Fenster. Scheiße. So ein kleiner Pimpf einfach in eine Ecke verstecken. Ich weiß halt nicht, wenn jetzt hier... Tschüss! Wenn jetzt zum Beispiel da einer steht und ich dahin ziele, schießt er dann trotzdem durch ihm durch? Weißt du, wie ich meine? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine damit. Wenn jetzt zum Beispiel einer... ich zeig das gleich nochmal. Schwupps. Na? Hallo? Achso. Octane, ich würde gerne was verkaufen. Und zwar gar nichts. Denn ich bin doof. Denn ich möchte einmal mit dir handeln. Nein. Oder? Ach, wir brauchen die. Moment, doch. Nee. Hey, warte mal, wofür brauchen wir das denn nochmal? Ach ja, André. Stimmt. West Prudence Avenue. Stimmt ja. West Prudence Avenue. Wo wurde der zuletzt gesehen? Das können wir noch nachgucken, ne? West Prudence Avenue. Stimmt, wir müssen ja zu dem hin. Ach ja. Prudence Avenue. Westlich. Nie ohne Seife waschen. Der ist bestimmt hier. Einer von den beiden Häusern wird das bestimmt sein. Also unten an der Karte, okay. Heißt also, Nagel, Hammer und Draht müssen wir mitnehmen. Ja, okay. Ich gehe mal ein bisschen gießen. Wenn wir schon einmal hier sind. Haben wir schon? Ja. Stimmt, hier haben wir ja auch noch Platz, ne? Fällt mir gerade ein. Ja. Wieso kann ich das nicht da drauf ziehen?
Kann das sein, weil das drei sind? Gießen? Gießen? Gießen. Bestätigen. Okay. Verwenden? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. 120 Kugeln kriegen wir dann. Und wir müssen auch wieder ein paar Kugeln sammeln. Ich gehe nochmal raus. In die nächste Runde. Oh, das Geld würde ich mal hier lassen. Falls wir jetzt sterben sollten. So, hier. Das Katana würde ich, glaube ich, mal verkaufen. Boah, das ist echt viel wert. 3,8. Ein Wert von 8.000 hat das. Unsere Kreditwürdigkeit liegt bei 48%, wenn ich das richtig sehe, glaube ich, aktuell. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie auf 100 kriegt. Ach, das haben wir ja auch noch. Warte mal. Können wir hier auch nochmal gießen? Bestätigen. Ja, da haben wir schon 250. So. Fehlen noch 150, ne? So. Energy Drink mit Q. Können wir den Energy Drink trinken? Was wollt ihr euch gezeigt haben? Achso, warte mal. Das kann ich euch, warte mal, anhand des Inventars zeigen, was ich vorhin meinte. Wenn jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, der Spieler jetzt hier an diesem Rahmen ist, ja? Der wird jetzt hier stehen und ich stehe da, wo ich jetzt stehe. Hier an dem Rahmen. Und ich würde mit dem Mauscursor hier hin zielen und würde dann schießen nach hier hin. Schießt er dann durch den durch? Trifft er den dann? Oder muss ich genau auf den drauf? Ich glaube, also ihr habt das ja wahrscheinlich eher gesehen wie ich beim Kämpfen, weil ich konzentriere mich ja dann irgendwie hier und da so drauf zu schießen. Ich kann da ja nicht so richtig gut drauf achten. Aber ich glaube, ich meine, man kann doch auch dahinter zielen. Solange natürlich die Entfernung natürlich reicht, ne? Denke ich mal. So, 14 Schuss plus 8 in der Dings ist nicht viel. Was nimmt er denn jetzt? Ach ja, Blut, Dünger und Werkzeug. Sonntag haben wir. Stimmt, wir haben eine Woche um, ne? Montag nimmt er Waffen. Sehr schön. Das heißt also, da wird er auch das Katana nehmen. Verstärker und Getränke. Theoretischerweise wird er morgen auch den Energy Drink nehmen. Oh. Es geht los. Neue Runde, neues Glück. Es kann nur gut werden. Sagte er. Andy heißt er, ne, oder? Oder war es Andrew? Ich glaube Andy. Andy Propandy. So, warten auf Spieler? Bestimmt. Jetzt sind viele da, bestimmt. Weil ich zu einer Uhrzeit spiele, wo man mit vielen Leuten rechnet. Oh nein, wir sind wieder oben links. Oh fuck. Wir müssen die ganze Dings runter. Und wir haben die ganzen Klamotten dabei, ne? Ich versuche mein Glück einfach durchzurennen. Ich habe, glaube ich, Steps gehört. Na komm. Und Schüsse oben. Wo sind wir? Okay, wir sind da im Hospital. Oh, die Schüsse kommen von da unten. Fuck, wo wir hin müssen. Shit. Shit, da kommen Schüsse her. Fuck. Shit. Nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt mal in dieser geduckten Haltung. Dann braucht man weniger Geräusche. Alter, wenn jetzt ein Dings kommt, ne? Da war einer. Oder? Was war das? Da lief einer, ne? Kann das sein? Lief da einer?
läuft doch einer, oder? Wieso habe ich denn so einen Herzschlag gekriegt? Oh nein. Oh fuck, Alter. Oh, fick die Hände. Den müssen wir eigentlich erledigen. Ich will aber erstmal gucken, ob wir den Dings finden hier. Diesen Dude. Kommt der? Oh, nein! Oh, Alter, mitten in der Bombe! Ernsthaft? Fuck, Mann. Oh, shit. Auge. Oh, können wir heute verkaufen. Sehr schön. Essen. Wir brauchen unbedingt Essen. Wir sind da, wo wir eigentlich hinwollen. Bewegungsgeschwindigkeit. Nehmen wir... Geruchssinn. Nehmen wir. Küche? Irgendwo eine Küche? Ich brauche Essen. Da unten ist eine Küche. Hier ist ja schon mal nicht. Bitte lass da Essen drin sein. Verwenden. Chips, Essen. Und Dosenfleisch. Jawohl. Wenigstens etwas. Und im Kühlschrank ist auch noch was, ne? Ja, ein bisschen Zeit. Also ist jetzt nicht so... Oh ja, ein Energydrink. Auf jeden Fall. Energie haben wir jetzt. Gelb. Gelb ist Energie? Aber was bringt uns die Energie? Der Tut muss doch hier irgendwo sein, oder nicht? Wo ist denn dieser Dude? Alter! Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Alter, ich war so... ich war so fixiert. Oh nein, da ist der Große. Ja, verdammt, wo ist der denn? Der hat doch gesagt, der ist hier irgendwo. Oder ist der hier, hinten? Bei dem Bombensymbol. Hier ist er. André. Sprechen. Hier kommt der Problemlöser. Schön, dich so munter zu sehen. Zumindest, während wir noch am Leben sind. Hast du das, worum ich dich gebeten habe? Hast du das, was ich brauche? Klar, den Hammer, die Drähte und den Nägel. Danke, ich weiß das zu schätzen. Hier, ich hoffe, das wird dir gute Dienste leisten. Frohe Apokalypse! Auch wieder ein Katana ohne Granate und Geld. Handeln, was hat der denn? Oh, eine Annäherungsmine. Alter. Ist natürlich sehr geil, wenn du einen Fahrstuhl rufst und die... Leute dann dahin kommen, ne? Das heißt, wir können eigentlich auch zurück. Da hinten ist der Fahrstuhl gerufen worden. Vielleicht gehen wir auch nach oben. Geldautomat. Ach, ich kann ja abheben, ne? Stimmt. Die Frage ist... Ist beim Waffenhändler auch ein Geldautomat? Ich würde gerne mal eine Waffe kaufen. Eine bessere. War das mit dieser Standardwaffe? Oh, ich höre schon. Der Schuss war ziemlich in der Nähe. Wir müssen mal gucken, dass wir den Gehör sind oder irgendwie sowas oder... Sehvermögen steigern können. Das wäre ganz gut. Der Schuss war auf jeden Fall in der Nähe. Wo ist dieses Monster? Da unten, glaube ich, irgendwo. Kugeln brauchen wir übrigens auch, ne? Wenn wir schon gerade einmal im Park sind. Da sind Kugeln. Ein Spieler ist noch unterwegs oben. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall waren hier mehrere. Azadi Street. Hier ist ein Bankautomat und hier ist auch der Waffenhändler. Ich würde mal entnehmen,
43.000. Gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Nein! Oh Gott! Handeln! Na toll. Gar nichts. Ich dachte etwas Besonderes. Shit. Würde ich wieder einzahlen? Nein! Man kann es nicht einzahlen! Oh fuck! Uff, das heißt, ich muss zur Bank, ne? Oh shit. Leck mich fett. Man kann es nur abheben. Und oben war der Spieler, ne? Das heißt, ich muss jetzt einfach nur geradeaus nach oben. Bisschen links und dann nach oben. Hier nach oben. Oh, ich hoffe, ich schaffe das. Bitte, 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 sei hier kein Spieler. Der Spieler ist links, ich höre ihn. Die Schüsse kommen von da. Oh, Alter. Hallo, ich würde gern Geld einzahlen, deponieren, alles. Danke, tschüss. Alter, ich kündige. Fahrstuhl ist direkt hinter uns, da unten wahrscheinlich, in der Ecke. Aber der hat das bestimmt auch gehört, der andere Spieler. Gut, was haben wir besonders dabei? Nichts Besonderes, ne? Blut nehmen. Oh lol. Hat er mich wirklich umgenietet mit dem... Oh, ich hab... Okay. Also dieses Pumpen vom Herzschlag bedeutet, dass einer in der Nähe ist. Das kann man, glaube ich, mit diesem... Mit diesen Sinnen, die man hat, glaube ich, verstärken. Deswegen habe ich ihn eher mitbekommen, wie er mich, glaube ich. Oh fuck. Also diese Sehvermögen, Geruchssinn und so und Vitalität, ich glaube, dass, wenn man das erhöht, so in der Runde, ich glaube, dann kann man besser die Spiele auch ausmachen. Fuck, verdammt. Wieder verloren. Das gibt's doch nicht. Das muss doch klappen. Okay, wir haben auf jeden Fall die Quest abgeschlossen. Die ist auf jeden Fall vorbei. Da sind wir noch zugange. Das wird ein bisschen länger dauern. Der Schlund will schon wieder irgendwas von uns. Der Schmied von Century City ist ebenfalls aufgewacht. Ich weiß nicht, ob das gute Neuigkeiten für ihn sind, da die Welt bald untergehen wird. Ha, ha, ha. Dieser alte Verrückte. Man muss eine gewisse Vorstellungskraft haben, um seine Gegenstände optimal zu arrangieren. Aber ich gebe zu, dass er ein gewisses Talent hat. Er kann aus einem Stück Eisen alles herstellen. Sprengstoff, Fallen, unmögliche Waffen und Geräte aller Art. Bemerkenswert. Komm ihm jedoch nicht zu nah. Er ist ein schlechter Einfluss. Toll. Ich bin auch ein schlechter Einfluss, weil wir schon wieder verloren haben, eine Runde. Shit. Oh Mann, vielleicht sollte ich einfach das Katana mitnehmen. Warte mal. Kauft er jetzt nicht Dings an? Nein, ich wollte kein Licht ausmachen. Nee, morgen kauft er, glaube ich, Waffen an, ne? War doch, glaube ich, so, ne? Was hatten wir hier noch drin? Nur die Uhr. Oh, die will ich loswerden. Ich guck mal eben. Handeln. Montag verkauft er die Waffen. Okay, am nächsten Tag. Mann, verdammt. Wir brauchen auf jeden Fall noch Blut und so. Sind die wieder Kugeln drin? Nein. Warum nicht? Da gucken Kugeln raus. Oder es dauert immer ein bisschen. Wir müssen nämlich unseren Bonsai ist voll, aber unsere Blume. Hier, die müssen wir noch gießen. Auf jeden Fall müssen wir die gießen. Damit wir die Kugeln kriegen. Und damit der Ertrag auch besser ist. Definitiv. Gut, dass ich das Geld eingezahlt habe und sonst wären wir jetzt gestorben, das Geld wäre futsch. Oh mein Gott, das... Gut, mir bleibt aber nichts anderes zu sagen, als wie, das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Mir macht das Spiel unglaublich viel Spaß und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Dann geht's weiter mit Hell is Others und ja, oh mein Gott, es wird cool. Ich freue mich auf euch und ihr solltet das auch tun, wieder hier zu sein. Also, bis dann. Tschüss.